Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Ein letztes Mal herzlich willkommen zu Let's Play Lufia. Seelen! Das kam leider nicht an, sag's nochmal. Seelen! Ah, Discord, verdammt. Warum tust du das? Seelen. Ja, Seelen. Letztes Seelen. Wir hätten eigentlich anfangen müssen und jedes Wort hätte Seelan sein müssen. Einfach nur Seelan, 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 Seelan. Hatten wir das nicht schon mal? Stimmt, hatten wir. Ist langweilig. Ja, ich habe euch ja versprochen, ich sammle nochmal die Dracheneier. Habe ich nicht gemacht. Gut. Ich hätte es aber auch nur gemacht. Ich glaube, wir werden es dir verzeihen können. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch eh nochmal die Säfte genommen, um die Statuswerte nochmal zu boosten. Nur, ich hatte zwar recht gut, ich war recht guter Dinger am Anfang und die, ich habe schon 6 von den scheiß Eiern, aber die Dungeons werden halt immer länger und es passiert immer öfter, dass ich in Dungeons reinrenne und feststelle, hier waren nur Sachen, die ich übersehen habe. Tja. Und außerdem wird das ich meine, ihr habt ja gesehen, wie wir Gardes vermoscht haben. Es wird wahrscheinlich auch so nicht besonders schwierig werden. Das werden wir sehen. Ich meine, wir müssen nochmal gegen Amon kämpfen. Der ist immer so eine Wildcard, weil kann halt sein, dass der einmal seine komische Chaoswelle macht oder wie die heißt und alle sind verwirrt. Das ist dann recht schnell sehr tödlich. Aber muss ja nicht passieren. Wir haben ja noch so einen dritten Turm, nicht wahr? Genau. Hinauf. Noch einmal stürmt. Noch einmal, Brüder. Nachtdrachen. Na gut. Dann kommen die halt jetzt in den Nachttopf. Oh, ich habe das falsche Kapselmonster draußen. Ha, das geht ja gar nicht. Ja. Lass die Putte draußen. Den Arsch, bitteschön. Ich glaube, das ist der korrekte Terminus technicus für dieses Kapselmonster. Alle nennen es nur den Arsch. Den Arsch, okay. Nein, wir wollen nur Fumi, den Edelfuchs. Und er kann Blubber. Was auch immer. Also wenn das natürlich. Pokémon, würde ich jetzt denken, die Attackenauswahl ist scheiße. Ich habe zwar noch nie von einem Klauenschlag gehört, aber Blubber und Rutenschlag, ich weiß ja nicht. Tja. Aber es hat ja mehrere Routen, das passt dann schon. Oh, Kiste. Das Feuerring. Ausrüstung, ich glaube, wenn wir ganz oben sind, werde ich nochmal die Ausrüstung überprüfen. Aus Gründen. Wir haben ja noch so ein Schwert zu holen. Und spätestens dann müssen wir eh nochmal über die Ausrüstung drüber. Ich weiß nicht mehr, irgendwie habe ich mit dem dritten Turm was in Erinnerung. Der war entweder viel kürzer als die anderen oder viel länger. Auf jeden Fall hat er als einziger keinen Boss. Ach so. Nein, ich ignoriere die Gegner einfach. Das, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch so schon einfach genug. Wir haben das Mädchen aber schon mitgenommen, oder? Nicht, dass wir gleich oben stehen und er sagt uns, haha, ihr habt vergessen hier Clara oder wie sie heißt. Boah, ich hoffe es. Ich glaube, Gorgonen hatten wir noch nicht. Ich finde zwar nicht, dass er aussieht wie ein Gorgone, eher wie ein Minotaurus, aber... Irgendwie schon. Ich weiß aber auch nicht, wie ein Gorgone aussieht. Ja, Medusa halt. So. Ja, nee, eigentlich eher Minotaurus. Wobei, die Gorgonen bei D&D, das sind irgendwie so Steinmonster. Vielleicht gibt's da auch mehrere Interpretationen. Hm. Ja, ich weiß, es gibt auf jeden Fall ja noch die... ja, andere von Medusas Art. Ja, das sind doch die Gorgonen, oder? Genau, genau. Ja, ich weiß aber nicht, was die anderen so machen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen an die Ahnenhöhle erinnert. Am Ende wird sehr haben sie eine starke Drachenobsession. Ja, irgendwie schon.
Aber gut, es sind ja auch die Watchtowers of the Seal. Da kann man schon mal Drachen abliefern. Und zwar auch gerne Orks davon. Aber natürlich. Den müssen wir bekämpfen. Sieht so aus, und das war doch einer von diesen Ätzenden, ne? Was ist es denn? Höllenbote und Nosferatu. Nosferatu, ach so. Ja, wir haben Nosferatu, wir haben Nosferatu, Das ist immer das Sprite, der aussieht, als würde er gleich umfallen. Ja, der rennt. Zur Seite. Ich weiß, aber da er halt so komisch stehen bleibt, sieht er, als wäre er gleich hier am Umfallen. Als hätte man ihn einmal geschubst und dann so ein Foto gemacht. Das peinliche Foto von Dracula auf der letzten Weihnachtsfeier. Genau. Der ist besoffen, oh Gott. Deshalb fällt der um. Bitte, guck dir das an, wenn das nicht nach Finale aussieht. Weiß ich auch nicht mehr. Okay, du meinst die ganzen Treppen nebeneinander. Hoch. Da sind wir da. Und da sind wir. Und das hier, das ist er. Der letzte Speicherpunkt. Also diese Treppe ist, glaube ich, der Point of No Return. Oder man kann danach noch ein paar Schritte gehen und dann ist man am Point of No Return. Aber auf jeden Fall ist es hier. Mana ist gut, der Rest ist auch gut. Ach, ist eigentlich egal, weil jetzt kommt ja kein Boss. Hier scheint keiner zu sein. Ich fühle keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Und wenn schon! Echt komisch. Ja, Maxim. Das ist wieder der Rasenmäher. Götterschild erhalten. Ach so. Ich glaube, es ist... hier, wie heißt er? Daos. Oh Gott, wie habe ich den gesprochen? So ganz würdevoll, ne? Weiß ich nicht mehr. Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Daos. Ich konnte die Siegel nicht brechen und an die Götterrüstungen herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehören sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstungen passen sehr gut zu dem Träger des Lufia-Schwertes. Und das bin ja wohl ich. Da ist es. Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstung zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Rums! Immer noch etwas Energie übrig. Das ist reine Zeitverschwendung. Würrams. Ich finde es geil, wie alle auf dem Boden liegen, aber für Clara gibt es keine am Boden liegen Animation oder Sprite, deswegen guckt sie einfach nur zur Seite. Sie guckt in den Abgrund, steht da einfach so casual. Maxim. Keine Sorge, Selan. Der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf! Ich zerfetze dich in 1000 Teile! Das müsst ihr euch jetzt wie so ein Dragon Ball-eskes Energiestruggle vorstellen. Da kann ich ja nur lachen. Was? Das Lufia-Schwert? Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Warum, Mois? Warum? Heiliges Kanonenrohr! Das kann doch nicht! Hier, Maxim, halte das Schwert in der Hand. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das kann nicht wahr sein! Daos. Das kann nicht sein, ich wiederhole mich. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Deine Kampfkraft ist nur bei 9005.
Dann hau ich lieber ab. Und weg ist der. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Danke, das habe ich gesehen. Ja. Das ist schlecht! Sicher führt er seinen Feldzug des Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Aus der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Erzähl uns bitte nicht wieder was von dem Geräusch. Ich fühle auch Lisas und Maries Auren. Sie scheinen das Gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr, darüber nachzudenken. Geh bitte beiseite. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Ich muss gerade sehr stark dem Drang widerstehen, hier eine andere Musik einzublenden. Was, die Sailor-Teleport-Musik? Ja. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Das wird sogar ziemlich passen, aber ich glaube, hier kommt eh gleich eine coole Musik. Ja. Ist das jetzt eine andere? Ja, welche weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Drei Mädchen auf drei Türmen, die irgendwie ein Siegel beschwören, damit das Böse nicht entkommt. Wo habe ich das schon mal gehört? Ja, die Todesinsel wird in der Infinity Akademie eingesperrt oder so. Ja, irgendwie schon. Drei Talismane haben wir aber nicht da. So, jetzt nochmal. Das ist nicht das Ding aus dem Intro, ne? Es sieht anders aus. Ja. Weil ich immer höre, das wäre derselbe Ort, aber das ist er nicht. Also ich habe jetzt nicht mehr genau das aus dem Intro vor Augen, aber ich glaube nicht. Nee, ich bin ganz sicher, das nicht, weil da war auch kein Sternenhimmel-Hintergrund, das war ein geschlossener Raum. Ja. Was zum... Auf dieser Insel herrscht eine starke Aura, wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, sie brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, aber es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht, aber werden sie das Schiff nicht reparieren? Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exerion, unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lasst uns überlegen, was wir nun tun werden. Wir sollten nach Portravia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch, wir halten die Insel hier fest. Wenn es aber zu brenzlig wird, müsst ihr fliehen, versprochen? Versprochen, ja, natürlich. Maxim, vergiss nicht. Du bist der Auserwählte, der das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Schöne Antwort. Das ist ein bisschen unterwältigend, die Dialoge am Ende. Also es wird noch besser, aber... Selan, bring uns nach Portravia. Wow. Wir gehen gar nicht mehr rein, direkt. Lexis, kannst du Exerion reparieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nein, ruht euch aus! In Ordnung. Selan, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Klar. Was ist los, Maxim? Du solltest hier bleiben und... Mist, bei mir ist gerade leider so ein bisschen Delay. Jetzt... Maxim, hör auf damit, und zwar sofort! Selan! Sprich nicht so mit mir! Ich komme mit dir, Maxim. Was auch geschehen mag, ich komme mit.
An dieser Stelle sei mal kurz für alle, die das vielleicht vergessen, gesagt, es ist ein 90er-RPG. Ich sag's nur. Okay. Selan. Wir gehen zusammen, kehren zusammen wieder und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ach ja, ich vergesse ja immer, dass die ein Kind haben. Ja, das wird auch, glaube ich, nur deswegen gesagt, weil man das, seit man aufgebrochen ist, auch nicht mehr drüber gesprochen hat. Ja. Du hast gelauscht, Guy. Das ist nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Sie wissen genau, was sie zu tun haben, und sie werden es gut machen. Hä? Du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Bisschen lang, die Dinger, oder? Vorsicht! Mach keine Scherze über meine Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil mir meine Freundin fehlt. Du darfst im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Das wird schwierig. Ja, außerdem würde sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkehren würde. Dieses Mädchen möchte ich gerne irgendwann einmal kennenlernen. Lasst uns doch eine Party feiern, ihr seid alle eingeladen. Ja, das hört sich gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Dann werden wir uns mit Jungs vergnügen, oder wie ist das? Oh Gott. Genau, je mehr wir sind, desto besser. Habt ihr euren Kaffeeklatsch nun beendet? Scheint so. Exerion scheint repariert zu sein. Lexus ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir dran, zu zeigen, was wir so drauf haben. Spucknapfgeräusch. Ja, jetzt geht's los. Oh, ich darf Inputs machen. Darf ich die Stadt verlassen? Ich versuche mal, die Stadt zu verlassen. Ja, war ja klar. Wo gehst du hin, Maxim? Lass uns lieber das Labor besuchen. Haben die Leute was zu sagen? Hm? Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, blabidi-blub-bla. Okay, die sagen wirklich was. So eine abgrundtief hässliche Insel habe ich noch nie gesehen. Sie ist hässlich. Versenkt sie. Eine Insel, die durch Luft segelt? Träum ich, oder was? Die Elfe kommt mich nicht mehr besuchen. Das ist beunruhigend. Die Strömung des Meeres ist wieder normal. Okay, die haben, glaube ich, die... Ah. Doch mit der Insel über unseren Köpfen schwebt, werde ich nicht fertig. Ja, okay. Alle fragen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach rein. Gar keine Musik. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ja, die haben ja auch schon sowas angedeutet, dass sie irgendwas gemacht haben, dass man es nicht reparieren kann. Nee, damit meint er was anderes. Ich habe Exerion repariert. Wunderbar. Nun könnt ihr loslegen. Ja. Maxim, pass gut auf dich auf. Mir wird schon nichts passieren. Die Energie, die Todesinsel festhält, lässt eindeutig nach. Maxim. Wir müssen uns beeilen. Überall sind Monster, sogar im Meer. Was? Das haben wir den Höllenfürsten zu verdanken. Lasst uns nachsehen. Wow! Oh. So viele Monster! Müssen wir denn ständig kämpfen? Jetzt kommt's. Nee, doch noch nicht. Okay. Sogar im Meer gibt es diese ekligen Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um diese Monster kümmern. Geht ihr ruhig schon an Bord der Exerion. Aber... Ist doch kein Problem! Das sind doch alles Babys! Was? Was ist denn jetzt los? Nimm das! Du! Kann das wahr sein? Hey, lange nicht mehr gesehen!
The fuck? Deka, du lebst! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist auch echt brillant. Die lassen den wirklich so lange verschollen, dass du wirklich nicht mehr mit ihm rechnest. Nee, hätte ich auch nicht. Natürlich, warum sollte ich nicht leben? Ich bin ein erstklassiger Schwertkämpfer. Ja, das ist Deka, kein Zweifel. Tatsächlich. Habt ihr auch diese seltsame Insel am Himmel gesehen? Ja. Dann solltet ihr hier nicht rumstehen. Auf, geht schon los. Deka. Ich werde die Monster hier ein wenig beschäftigen, also macht, dass ihr fortkommt. In Ordnung. Tschüss. Du lebst? Ja, mich wird man nicht so einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Darüber sprechen wir später, mein Freund. Ja, bis dann. Diese Höllenfürsten müssen endlich besiegt werden. Und ich behaupte, er geht nur deshalb nicht mit, weil tatsächlich die Party fürs Ende schon vorgeschrieben war von Lufia 1. Ach so, ja gut. Aber das dachte ich mir eben auch, dass es halt jetzt mit der Party einfach dann nicht geklappt hätte. Ja, es ist halt in Lufia 1, Lufia 1 fängt ja mit dem Ende von Lufia 2 an. Und da sieht man halt Maxim, Atea, Selan und Guy. Also so, ja, demnach okay. Kann Deka nicht mit. Ja klar, das ergibt Sinn. Auf geht's! Hat schon aufgeräumt. Warum nehmen wir den nicht mit? Ich mache die Monster hier platt. Kümmert ihr euch um die Höllenfürsten. Oh, da sowas, keine mehr da. Wir sind alle Monster weg. So Obelix-mäßig. Sind alle Römer weg? Nein, sind sie nicht. Batz! Sind jetzt alle Römer weg? Alle weg. Wow, Mode 7 Weltkarte. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Da aus, mein Gebieter. Ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant. Zeig es mir. Mit Vergnügen, Meister. No! Oh, er hat tatsächlich getroffen. Ah, Alexis hat noch was eingebaut. Wir haben einen Papierflieger auf dem Dach. Ich wollte schon sagen, der trifft aber gut, dann hat er wirklich getroffen. So, jetzt kommt ein epischer Moment. Ein Zauber, auf den wir das ganze Spiel schon gewartet haben. Ich weiß nicht, wer spricht. Ich nehme mal an, Maxim. Sind alle okay? Sagen wir Selan. Ja, ich bin in Ordnung. Ich auch. Achso, Selan war es offenbar nicht. Es war wohl Atea dazwischen. Selan, bitte sag doch etwas. Ich bin auch okay, Maxim. Wir sind wohl am Ziel. Sag es ist. Das ist. Was? Nehmen wir an, es ist Selan. Das ist der Daos-Tempel? Ziemlich finster! Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr, sehr stark. Selan, benutze den Lichtzauber. Ich hab. Ist egal. Ist auch egal. Alles klar. Das ist also der Daos-Tempel, das hat gerade schon jemand gesagt. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt in meinen Tempel gekrochen. Daos? Daos, wenn du es bist, dann zeige dich. Ich bin genau über dir. Und jetzt hören wir die Musik The Final Battle. Die Kenner der Ahnenhöhle-Streams schon kennen, denn die läuft auch im Keller der Ahnenhöhle. Und damit herzlich willkommen zu Lufia 1. Ah, da fängt das an. Ja.
Ich glaube ohne den Heilsirup, aber... Was gibt's denn hier noch? In die Tür will ich lieber nicht gehen. Ich weiß nicht genau. Also wir sind, was jetzt noch kommt, ist ein reiner Boss-Marathon. Ja gut. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich dachte, mein Freund, der kommt auf so auf uns runtergesprungen oder so. Du hast es immerhin bis hierher geschafft. Gades! Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig! Oh, Moment, ich habe was Wichtiges vergessen. Moment! Lufia-Schwert. So, ja. Und ihr seht, es ist tatsächlich schwächer als das Zenit-Schwert, sogar erheblich schwächer. Aber... Kraftwelle ist einfach eine unfassbar gute Fähigkeit. So, jetzt, wo waren wir? Schweig! Keinen Schritt weiter! Tja, Gades. Schon wieder. Also das Ding ist... Oh, Geisterkleid hat auch Kraft. Ne, Kraftquelle ist ein bisschen schwächer als die vom Lufia-Schwert. Also es ist einfach ein Status-Up für alles. Nice, kann man brauchen. Ist das der Zerstörer? Ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, diese Soundfiles noch rauszusuchen dafür. Kraftwelle, nicht mit Kraftquelle verwechseln. Wir kriegen bei jedem Sinistral Battle jetzt vorher immer die Zornespunkte aufgefüllt. Das heißt, wir können damit rumasen wie die Blöden. Ah, nice. Ja, sind ja auch voller Zorn. Gades ist halt nun wirklich so gar keine Herausforderung mehr jetzt. Aber den haben wir doch vor kurzem erst besiegt, ne? Ja. Ja, hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen, dass er hier nochmal aufkreuzt. Also, dass er hier aufkreuzt, ist schon richtig. Ich finde, er hätte auf dem Turm nicht aufkreuzen müssen. Ja. Wow, Maxim ist so stark, dass die Zerstörungswelle nichts mehr ausrichtet. Wow. Ich meine, guck's dir an. Es macht tatsächlich nicht sehr viel Schaden. Oh, und er ist so stark, dass Furie ihn nicht noch stärker machen kann. Und schau. Schon wieder. Einer erledigt. Bleiben noch drei. Und wir kriegen nochmal Level und Level. RIP, Gades! Na, endlich mal. Aber Moment mal, was war denn jetzt hier unten? Da ging's ja noch, es ging ja eine Treppe runter. Was war denn da? War da noch was zu holen, was Cooles? Was hast du jetzt gerade gemacht? Aha! Heilsirup? Ich habe so eine Ahnung, was wir hier kriegen. Heilsirup? Und Heilsirup? Aha. Und... Wäre witzig, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Butterbrot drin wäre. Butterbrot. Mois würde ich sogar zutrauen.
zicke, zacke, rechts herum. Nochmal Heilsirup. Also es gibt halt keine Heilpunkte. Ja, das ist halt, damit du dich zwischen den Kämpfen nochmal auffüllen kannst. Ja, klar. Oh, schön. Aber schön haben sie es hier auf ihrer Todesinsel. Schöner Tempel. Geräumig. Gute Lage. Und vor allem beweglich. Also, wenn ich nicht wüsste, was mit der Todesinsel am Ende passiert, würde ich ja sagen, da würde ich ein Grundstück kaufen. Aber natürlich, ihr könnt euch denken, die Todesinsel wird das Schicksal der Mana-Festung teilen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Wow. Ja, also ich sag mal so, als ich als Kind das ich war ja schon Teenager, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber da hatte ich es auch nötig, weil ich hatte ganz viele Kämpfe vorher einfach übersprungen. Und die haben irgendwer hat hier einen Teppichfetisch. Okay, das sind echt viele Teppiche. Wow. Du hast Gardes besiegt. Das sollte mich nicht besonders überraschen, aber... Du bist der nächste, Amon. Überschätz dich nicht, du Wicht. Ich gebe dir gerne eine kleine Kostprobe meiner Macht. Ja. Das sieht auch ganz schön rein. Da ist sie, die Chaoswelle. Jetzt kommt's drauf an. Keiner verwirrt. Alles klar, super. Okay, nice. Es kann halt passieren, dass wirklich alle erwischt und dann wird's hässlich. Abaddon, Abaddon, du hast ein großes Ziel. Kere! Naja. Seelan ist ein bisschen. Oh, Seelenbrecher. Justus. Ja, aber ging noch. Ich glaube, Seelan werde ich am ehesten zum Heilen benutzen, weil die hat von allen am wenigsten auf Lager im Moment. Weil sie keinen heiligen Angriffszauber hat. Mit der Kraftwelle ist Maxim einfach schneller als Atea. Das ist so insane. Ja, das ist schon heftig. Er wird einfach alles auf 11 gedreht. Ey, das ist unsere. Mach mal nicht. Mach doch nicht diesen. Oh mein Gott, er hat Fumi getötet. Hier, wir sind Schweine. Friss meinen Abaddon. Nee, friss mein Lufia-Schwert. Aber spuck's bitte wieder aus. Ich brauch's noch. Ja, wäre schon ganz gut. Nicht die Schneefrau. Reicht schon? Ja, es reicht für den Götterschlag. Na, das wird's dann hoffentlich gewesen sein. Ach, wir brauchen den Götterschlag gar nicht mehr. RIP! Was ist das jetzt schon? Amon! Na, ciao!
aus. Ja, jetzt seid ihr wieder vereint. Ne, Daos nicht. Daos lebt ja noch. Ach so. Ja gut. Ich kann mir nie merken, wer wer ist. Also, wo ist denn jetzt der ganze Sirup, der heile Sirup, wo ist er? Heile Sirup da. Wir können ihn ja verschwenden. Ja, wir haben ja genug. Hier sieht's spacig aus. Ja, schon nice. Hey, heile Sirup. Das hab ich mir schon immer gewünscht. Wow. Hey, Butterbrot. Die ist so zentral, das wäre echt cool, wenn da einfach was völlig Nutzloses drin wäre. Irgendwie so Obstmesser oder so. Ja. Du. Ja, wer sagt denn das? Ich nehme an, Erim. Ach so. Du darfst passieren. Maxim, das könnte eine Falle sein. Okay. Er sagte, wir können passieren, also weiter. Aber... Daos stellt uns auf die Probe. Bloß keine Angst zeigen. Er spürt das. Also beweist du ihm, dass du dumm bist, indem du weitergehst. So wird es sein! Meine Leute setzen große Hoffnungen in mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Seeland. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Okay. Da ist die Katara in ihn gefahren. Das Licht des Schwertes erstrahlt heller als jemals zuvor. Wir werden die Fürsten der Hölle zerstören und der Welt den Frieden bringen! Okay, also langsam wird's ein bisschen drüber. Langsam? Ich fand ab, als er mit dem Lufia-Schwert anfing, war es schon drüber. Und danach kehre ich mit dir heim, versprochen. Bist du der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Anmerkung, Maxim hat Erim noch nie gesehen. Wir kennen sie natürlich aus dem Intro und aus dem Spiegel, aber Maxim hat sie noch nie gesehen. Verstehe. Wer bist du? Ich bin... Ja, was? Wie lautet dein Name? Erim, Meister des Todes. Erim, du hast Gardas wiederbelebt? Genau. Solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss ich also dich besiegen? So steht es geschrieben. Unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwerts. Ja. Interessanter Sprite. Wie gesagt, sie hat leider von allen den lahmsten abbekommen. Aber cool, wie sie so verhalb in der Luft schwebt einfach. Ja, es soll so ein Tänzeln darstellen, denke ich mal, aber... Ja, ich mach mich gerne über Sprites lustig, okay? Dann mach dich drüber lustig, dass die auch ansonsten ziemlich kacke aussieht. Sie hat nicht so viel an. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie kann. Ich glaube, sie hat so Instant-Kill-Attacken. Wird jedenfalls passen. Ja. Okay, wir sind alle schneller als sie. Aber ich habe sie nicht als besonders schwer in Erinnerung. Ich glaube, ich fand immer, dass Amon wegen seiner möglicherweise alle werden verwirrt Sache am schwersten war. Oh mein Gott! Sie hat Fumi getötet! Sein mieses Schwein. Ich glaube, es ist doch völlig zweckfrei, dass wir Fumi mitgenommen haben. Gegen die Höllen vor! Oh! Gegen die Höllenfürsten fällt Fumi einfach immer sofort rum.
Ja gut, so ein paar kleine Schadenspunkte kann er ja noch machen. Er sieht süß aus, das ist auch eine Funktion. Achso, übrigens, streng genommen haben wir nochmal eine Begegnung mit Amon, mit Amon und Gardis. Warum? Ja, die machen am Ende so eine Nummer, so wie die Sailor Senshi am Ende von Staffel 1. Oh, okay. Nur, als halt die Bösen sind. Also langsam reicht's auch mal mit denen. Das Spiel heißt Rise of the Sinistrals. Man kann nicht sagen, sie haben uns zu wenig Sinistrals gegeben. Ja, die risen schon fast ein bisschen zu oft. Maxi völlig es am Eskalieren. Ja. Ich würde das Lufia-Schwert gerne mit in die Ahnenhöhle nehmen. Das wäre cool. Geht das? Nein, natürlich nicht. Schade. Soweit war das, dass man dann zuerst halt keine Items mehr hat, oder? Ja. Ah, okay. Ja, und sobald man das Lufia-Schwert hat, ist man eh im Finale, deswegen kommt man nicht mehr dahin. Ja, okay, stimmt, das ergibt natürlich auch Sinn. Noch steht sie, oder schwebt sie? Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie schwer oder stark Daos selber war, aber ich habe ihn als den. Als nicht schlimmer in Erinnerung, aber. Naja. Die Dame haut immerhin so feste zu, dass wir die Zornespunkte. Oh, interessant, wir können nochmal Kraftwelle machen. Ja, dann werden wir ausnahmsweise mal mit Atea heilen. Maxim ist jetzt endgültig auf Gottniveau, glaube ich. Falls das überhaupt stackt, ich weiß es nicht. Aber ich fürchte, er ist nicht nochmal dran. Wahrscheinlich wird der Götterschlag jetzt schon reichen. Nein? Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie viel Schaden Maxim jetzt macht. Nach zwei Kraftwellen. Oh ja, die hält ganz schön was aus bisher. Okay, es stackt anscheinend nicht. Aber trotzdem nice. Okay, das Champion hätte ich mir sparen können. Ich wusste nicht, dass Atheas Verstärkungszauber so stark heilt. Ah, ich glaube, wenn man unvorbereitet hier hinkommt, kann der einen auch ganz schön lang machen. Wie lange lebt die denn? Lang. Anscheinend. Ja, ich meine, seien wir ehrlich, hier fängt der eigentliche Bosskampf ja erst an, weil die anderen hatte man ja schon mal besiegt. Ja, okay. Ah, da jetzt. RIP Irim. Schau. Aber heißt das auch RIP Iris? Du bist sehr stark, Maxim. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Kniebeugen, Proteine. Ja, verständlich. Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Deka! Die Frau neben dir? Du setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Streng genommen steht sie hinter mir, aber meinetwegen. Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Maxim... Das ist also menschlich? Ha! Lächerlich! Vor Daos werdet ihr zu Staub zerfallen. Fang doch mal damit an. Oh, sie macht wirklich. Okay, macht sie. Genießt kurz die Musik. Ja, es wird ernst.
Da ist er. El Pisso höchstpersönlich. Jetzt haben wir dich, Daos. Ja, noch nicht. Warum wollt ihr mich stoppen? Viele Menschen verehren mich. Echt, wer denn? Meinst du? Niemand auf der Welt verehrt das Böse. Niemand, aber... Aber nicht viele. Wie dumm. Hör mir zu. Es gibt immer zwei Wege, eine Sache zu betrachten. Manche glauben an das Gute und die Liebe. Andere aber glauben an das Böse. Hier hat Mois, glaube ich, ziemlich auf die... eindeutig die Bösen und eindeutig die Guten Schiene gedrückt. Das war im Original, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz so. Vielleicht. Aber zurzeit herrscht nur das Böse auf der Welt. Ja, dank Arek. So, wer weiß noch, wer das ist? Hä? Der Typ aus dem Intro. Ja, du weißt es, weil ich dir schon ein paar Mal dich dran erinnert habe, aber... Jetzt als normaler Spieler hat man von dem seit dem Intro nichts mehr gehört. Ja, das ist schon... Wenn man das Intro überhaupt gesehen hat. Ja, es ist schon ein bisschen lame, dass der dann so gar nicht mehr wieder aufgegriffen wird. Außer dieser eine Satz. Arek? Er ist der mächtigste aller Höllenfürsten. Und wir werden ihn niemals sehen. Das wusste ich nicht. Genug gequatscht. Es ist an der Zeit, dass du deinem Schicksal, gluck gluck, in die Augen schaust. Mit dem Lufia-Schwert werde ich deinem Treiben ein Ende setzen. Ich kann deine übermenschlichen Kräfte fühlen. Kein Wunder, dass du diese besondere Klinge benutzen kannst. Das Schwert sollte mir gehören. Warum hast du ausgerechnet ihn auserwählt, Lufia-Schwert? Ich werde meine Rache noch bekommen. Ich bin der Meister des Terrors. Gebt auf! Nein. Ja, ich liebe den Götterschlag. So, jetzt du. Terrorwelle. Okay, macht Sinn. Die haben alle das ihr Element einmal als Welle. Okay, vergiftet und Schaden genommen. Blöd. So toll. Aber ich glaube, die Vergiftung ist, können wir fast ignorieren. Oder ich versuch mal, haben wir nicht einen Giftheilzauber? Haben wir oder haben wir nicht? Haben wir nicht. Okay, dann einfach heilen. Du bist vielleicht der Meister des Terrors, aber wir haben Fumi! Fumi, dein Stichwort. Mach Fumi-Dinge. Danke, Fumi. Und ja, ich weiß, er heißt eigentlich nicht mehr Fumi. Er heißt ja jetzt irgendwas Fuchs, aber kommt, es ist Fumi. Es war immer Fumi, es wird immer Fumi sein. Ja. Und Fumi war auch dabei. Das ist jetzt übrigens wirklich der Final Boss. Alles danach ist nur noch Story. Ah, oh, okay, krass. Da kommt zwar noch einiges halt an Story, aber, ne? Mhm. Schattenwurf? Ah. Oh. Autsch! Das ist also Schattenwurf, okay. Ja, das ist schlecht. Aber Selan heilt ja gleich wieder.
Da hast du's! Die Fumischelle. Die war gar nicht so schlecht gerade, oder? Nee, das war auch sein starker Angriff. Den er leider nicht so oft macht. Okay. Da, wir haben ja Maxim. Seien wir ehrlich, im Grunde genommen haben wir ein Lufia-Schwert und Maxim hängt halt hinten dran. Ja, okay. True. So ein bisschen hier wie Catherine bei Fire Emblem. Der Charakter ist nicht stark, aber er hat ein geiles Schwert. Okay. Donner hat Fumi getötet. Das wirst du bereuen, Daos. Jetzt ist Karish! Jetzt ist hier Achterbahn! Na, es reicht wieder für den Götterschlag. So, was hast du jetzt davon? Hier einfach Fumi hauen. So nicht. Macht man dann bei Lufia 1 auch diese Bosskämpfe? Nee, oder? Ich glaube nicht. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es ja nicht gespielt. Kann sogar sein, dass man die tatsächlich spielt, aber dann halt mit so einer vorgefertigten Gruppe, die nicht verlieren kann. So. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch nur Story. Oh, Guy schläft. Und Selan ist verwirrt. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ja, und die Lebenspunkte sehen auch gar nicht so toll aus. Oh, scheiße. Was? Offenbar ist Atea auch irgendwie verwirrt. Ich dachte, Atea habe ich noch. Nicht gut? Selan erwacht, okay. Was ist denn jetzt? Also, alle drei vergiftet. Selan verwirrt. Guy schläft. Guy schläft, aber Atea ist nur vergiftet, oder? Du siehst da auch kein anderes Symbol. Ich nehme trotzdem vorsichtshalber mal lieber, zumindest für Maxim, die einmal den Sirup. Wo ist er denn? Heilsirup für Maxim. Nur für alle Fälle. So, Guy. Ach ne, ich habe Atea nur. Okay, aber Atea habe ich. Ja, wenn ich Atea habe, dann kann Maxim ja angreifen. Atea ist ja schneller als Daos und kann heilen. Ja. So mache ich's. Okay. Also Selan haut dann auch. Selan haut jetzt irgendwem. Das kann auch der Gegner sein, werden wir sehen. Ach so, okay. Ja. Brave Selan. Ja, tatsächlich. Eine Ehren-Selan. Ehren-Selan. Selan erholt sich, das heißt, sie ist jetzt nur noch vergiftet und Guy schläft immer noch. Alles klar. Götterschlag. Ja, Götterschlag und Atea einmal Kraftquelle, das heilt und stärkt. Jetzt dürfen wir ihn nicht angreifen. Macht nichts. Dann können wir nämlich mal in Ruhe Guy aufwecken. So, was heilt denn Schlaf? Ich glaube, Schrei. Haben wir Schrei? Ne, Schrei heilt Verwirrung. Was heilt denn Schlaf? Aufwecken wahrscheinlich, oder? Ich weiß, es klingt jetzt arg weit hergeholt, aber ich glaube, das ist so. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch bei Guy mal das... Oder ja, bei Guy das Gegengift heilen. Das Gegengift heilen vor allem. Wir vergiften ihn nochmal extra, weil es zu einfach ist sonst. Schön. Ein Drache und ich hab ihn gesehen. Ich mag die Animation irgendwie. Ja, die ist irgendwie satisfying, ne? Ja.
Wanderschlaf. Nee, Lichtsalto. Nee, Lichtsalto ist scheiße. Ja, mach halt einfach Götterdamm. Scheiße, der gilt immer noch! Puh, aber Maxim hat's überstanden. Oh, das war knapp, aber was war denn gerade? Es war immer noch der Dunkelsalto. Ich dachte, der gilt nur in der Runde, in der er ihn benutzt. Aber anscheinend gilt der dauerhaft, bis er irgendwann ausgelöst wird. Was macht denn das? Ja, der reflektiert einfach den Angriff. Ach so. Er schlägt einfach zu? Ist der besoffen? Du bist der Herr des Terrors und dann boxst du uns? Naja, der ist 10-mal so groß wie wir, also. Ah, jetzt boxt er nicht mehr. Mach wieder down. RIP Daos! Und damit RIP Höllenwürst. Naja, nicht ganz. Das ist dein Ende, Daos! Niemals! Die Höllenfürsten sind die Meister der Zerstörung! Eigentlich ist das nur Gades, aber... Gades! Amon! Erim! Vereint eure höllischen Kräfte mit den meinen! Fürsten haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, sie sammeln mit Daos Hilfe ihre letzten Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber diese Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Was? Diese Wahnsinnigen wollen sich selbst und die Welt zerstören, nur um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Puff. Selan, Gai, Atea, leiht mir eure Kräfte. Vereint können wir es schaffen. Das ist wirklich so ein bisschen ein Sailor Moon Moment. Ja. Das endet auch genauso. Oha. Eure Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu brechen. Los, wir müssen einfach alles geben. Maxim, Selan hält das nicht mehr lange durch. Keine Sorge, ich schaffe das schon. In Ordnung. Du kleiner Wicht. Jetzt! Was ist denn jetzt los? Alles explodiert. So. Es ist vorbei. Also was ist jetzt gerade passiert? Ja, das war jetzt der große Power Struggle und wir haben knapp gewonnen. Aber es ist alles explodiert. Ja, es gab halt so einen Knallbumm. Ne? Begrenzte Darstellungsmöglichkeiten des Super Nintendos. Ja. Guy, alles klar? Klar. So leicht macht man mich nicht fertig. Ich werde immerhin 107 Jahre alt. Nee, älter. Der wird 117, glaube ich. Atea? Am Leben. Selan? Ja, die ist jetzt... Ich spoiler schon mal, die ist jetzt halt kaputt. Die redet noch, aber die ist kaputt. Okay. Damit du weißt, wie du so sprechen musst. Wir haben es geschafft, Maxim. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heim. Ich kann nicht mit dir kommen. Selan, was redest du für ein Zeug? Ich wurde getroffen. Ich kann kaum reden. Selan, sprich mit mir, verflucht! Sprich mit mir! Selan! Ich würde gern mit dir gehen und unseren Sohn
Noch einmal. Der Tempel bricht auseinander, Athea, wir müssen hier raus, schnell! Celan und Maxim sind zu weit weg. Wenn wir jetzt warpen, haben die beiden keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Guy, Athea, rettet euch. Los, weg hier. Maxim! Wir haben das Böse besiegt. Ihr müsst das den Menschen verkünden. Macht, dass ihr verschwindet. Aber... Ich kann Celan nicht zurücklassen. Bitte, Freunde, nun geht doch endlich. Athea, wir gehen. Guy, was machst du? Wir haben keine Wahl. Auf jetzt, Athea! Maxim, ich werde der Welt von dir und diesem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen. Warp! Celan, eine neue Zeit des Friedens hat begonnen. Wenn wir das nur miterleben könnten. Ich liebe dich, Celan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Du Blume meines Herzens. Das Beben hat aufgehört. Daos! Ja, sind wir noch da? Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen. Noch bleibt mir diese Insel. Was? Ich werde diese Insel auf Pandoria fallen lassen. Das wird der letzte Akt des Terrors. Wunderschön. Was mache ich jetzt bloß? Iris? Nein, du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Diese Aura kenne ich doch. Das ist die gleiche Aura wie die von Erim. Warum ist die eigentlich da und leckt wie so ein Hologramm? Weil die auch tot ist. Die jetzt so blinken, sind alles Geister. Ach so, sie ist ein Geist, okay. Ja, logisch, wir haben Erim ja getötet und wir wissen ja, Iris ist Erim. Deshalb hat's mich ja gewundert. Wenn du einer der Höllenfürsten bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was sollte denn entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht. Denn wir, die Höllenfürsten, sorgen für das Gleichgewicht auf der Waage des Lebens. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lufia-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn das Böse nicht mehr gebraucht würde. Wenn wir jetzt zynisch sind, können wir sagen, wir haben festgestellt, die Menschen schaffen es alleine, den Planeten kaputt zu machen. Sie brauchen uns nicht mehr. Du meinst, wenn die Menschen den Glauben verloren hätten? Ja, doch die Menschen brauchen den Glauben noch. Deswegen dachte Arek, das Schwert würde lange ruhen. Aber das Schwert ruhte nicht und deshalb kamen wir. Ich half dir mehr, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat. Die Insel fällt auf Pandoria. Du musst sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen meine Natur, Leben zu retten. Ja, okay, ergibt Sinn. Aber du hast mir doch sonst auch geholfen. Bitte hilf mir und halte den Sturz der Insel auf. Bitte. Deinetwegen bin ich doch erst so weit gekommen. War das alles umsonst? Ich habe keine Zeit mehr. Meine Energie lässt nach. Sage mir, wie ich die Menschen retten kann. Am Fuße der Insel befinden sich drei große Steine. Zerstöre diese Steine, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit einer starken Aura kann die mystischen Steine zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe.
Mit meiner letzten Kraft werde ich die Tür öffnen, die nach unten führt. Nun kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Ja, Selan ist nicht mehr ansprechbar. Selan ist tot. Oh. Und wir hören The Savor of Those on Earth. Das muss der mystische Stein sein. Kamehamehush! Der mystische Stein ist zerbrochen. Noch zwei weitere. Und ich behaupte, dieser letzte Abschnitt ist nur deswegen so labyrinthisch geformt, damit wir Zeit haben, dieses Musikstück zu hören. Ja gut, und damit es vielleicht auch nicht ganz so leicht ist, ne? Ja, es ist ja nicht, ist ja keine Herausforderung. Nee. Der zweite. Kamehamehush! Der zweite mystische Stein ist zerbrochen! Ich muss sagen... Einer noch. Ja? Ich muss sagen, ich verstehe immer noch nicht so richtig, was jetzt Erem eigentlich wollte. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man sagt, Erem ist nicht die Herrin des Todes, sondern des Chaos. Weil das hätte das mehr unterstrichen, dass sie irgendwie gegen sich selbst intrigiert. Ja, das hätte Sinn ergeben. Ja, aber Erem ist tatsächlich so, hat halt diese doppelte Aufgabe von Arek erhalten. Wie meinst du das? Naja, Arek ist... Das ist ja der Grund, warum er nicht teilnimmt. Also er steht so über allem und ist wahrscheinlich nicht böse, sondern leiert diesen Konflikt an, warum auch immer. Und Erem soll dafür sorgen, dass er eben halbwegs ausgeglichen ist. Okay. Das ist der letzte. Kamehameh... Bups. Verdammt. Ich bin nicht stark genug. Lufia-Schwert? Okay. Ich werde meine letzten Kräfte aufbringen. Verleihe mir deine Kraft, Lufia-Schwert, damit ich zum letzten Streich ausholen kann. Selan, ich habe den Kurs der Insel geändert. Jeros, unser Sohn, und Pandoria sind gerettet. Ich bin so müde. Selan, ich lege mich ein wenig neben dich hin. So müde. Na toll, jetzt ist Lärm im Flur. Schlechtester Zeitpunkt ever. So pausiert oder soll ich weitermachen? Ich pausiere mal eben. Maxim. Selan, bist du es? Du hast es geschafft. Ja, das habe ich wirklich, Selan. Lass uns gehen, Maxim. Lass uns zu unserem Sohn gehen. Ja, gute Idee. RIP, Maxim. Aber der Sohn ist doch gar nicht tot. Ja. Bisher. Nee, der muss ja überleben, weil man spielt ja in Lufia 2 den Nachfahren. So, warum sagt sie dann, lass uns zu unserem Sohn gehen? Ja, als Geist. Ach so. Dachte, die meint jetzt so im Totenreich oder irgendwie sowas. Oh nein, nicht auf Pandoria! Okay, ja, gut. Nein, schlecht. Jetzt bitte nicht auf Gordovan fallen. Das hat Gardes schon zerstört. Nein, aus, stopp, falsch. Dann ist schon egal. Ja, aber da leben ja noch Leute in den Trümmern. Ach so, dann ist nicht egal. Gardes hat ja nur die Städte platt gemacht. Er hat ja die Leute am Leben gelassen, also zumindest einige. Da fliegen sie.
Gott, wir werden an schlimme Namen erinnert. Oh, fürchte ich. Ich hab keine Ahnung mehr, wer das war und wie ich die gesprochen habe. Dupla. Oder Twixer? Thea. Dupla, okay. Dupla, ich bin daheim. Athea, du hast dein Auge verletzt. Ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen. Athea. Willst du nun nach Tanbel gehen, Dupla? Tanbel? Dort lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich. Das wird eine traurige Party. Das wird jetzt generell noch recht bitter. Finde ich. Ist das ja irgendwie die 90er-RPGs? Die können nicht gut enden, das geht nicht. Hey, Leana, Jesse, ich bin zurück. Auch da habe ich keine Ahnung, wie ich die gesprochen habe. Die hat ja auch das ganze Spiel über im Bett gelegen. Ich bin zurück. Weißt du, welche schreckliche Sorgen ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Ich vergesse aber immer, wer war seine Freundin und wer war seine Schwester? Jesse oder Weiß Leana? Ich auch nicht mehr. Eine ist seine Schwester, die andere ist seine Freundin, aber ich habe schon vergessen, wer wer ist. Tut mir leid, Jesse. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich ja gar nicht. Ah, okay, jetzt wissen wir's. Bruder, was ist mit Maxim und Selan? Ja, richtig. Wir wollten nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein? Na klar! Maxim, Selan, Athea, Deka und Lexis werden wohl auch kommen. Abgefahren! Das klingt ja nach einem rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen, das habe ich jetzt für die ganze Stadt so beschlossen. Schön. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal Deka. Also diesmal ist übrigens wirklich das Ende. Ich verarsche euch nicht, gibt keinen zweiten Timeskip. Das wär's jetzt. Die Kräfte des Bösen sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Maxim. Maxim hat Daos besiegt. Kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, was glaubst denn du? Ich natürlich. Ja, klar. Glaubst du, Maxim wird in dieses Schloss kommen? Aber sicher, er muss. Unser Duell steht doch noch aus. Ich kann ihn kaum erwarten. Das meine ich mit, es wird bitter. Die haben es alle noch nicht gemerkt. Ja, schon sad. Die Insel hält sich ganz schön. Er hat ja nur den Kurs geändert, ne? So ein Absturz dauert vielleicht auch einfach ein bisschen. Die Todesinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht auf Pandoria. Hurra! Aha! Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau in Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Alsa. Die nicht im Spiel vorkommt. Okay. Wunderbar! Ich muss nach Westland! Oh Gott, wie habe ich Mirko gesprochen? Ich hab's vergessen. Aber erst geht's nach Tanbel. Dort steigt eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Schön. Das Schiff ist bereits im Ablegen. So fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Wie wunderbar! Das ist aber nicht so wunderbar. Nein.
Stinkefisch! Was? Tia. Ah, da ist sie. Ich habe ja gesagt. Das hat aber gedauert. Ja, ich habe doch gesagt, wir sehen sie das nächste Mal im Outro. Was ist los, Tia? Was? Ach, nichts, es ist nichts. Weinst du, Tia? Ja, etwas. Sie hat was gemerkt. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geweint. Und jetzt, plötzlich. Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ja, sie weint gerade, also natürlich ist sie traurig. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Weine nur, wenn dir danach ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Du hast recht. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eine Person, die wir noch besuchen müssen. Und ich glaube, du kannst dir denken, wen. Ja, zu dem Kind müssen sie ja noch, oder? Genau. Gut, streng genommen ist es ein Junge, aber mach du mal bitte. Du kannst das bestimmt besser als ich. Oh Gott. So. Na. Ich weiß nicht, wie soll ich denn ein Baby sprechen? Okay, dann lassen wir es einfach. Egal. Mein kleiner Jeos, was ist denn? Ich kann das nicht so gut. Träumst du von deiner Mutter? Keine Angst, sie kommt bald wieder. Ach, wie sie auch in jeder Szene nochmal in die nachtreten, ne? Ja. Deine Eltern haben die Welt gerettet. Mama. Lächelst du? Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Jeros. Oh. Und das Spiel endet, wie es begann, mit Lichtkugeln. Stimmt. Credits. Das war Let's Play Lufia. Rise of the Sinistrals. Das hat schon echt traurig geendet jetzt. Dafür, dass das Grund... Hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist halt so ein total albernes Spiel über 99% und dann am Ende hauen sie sowas raus. Ja, das ist krass. Aber das ist ja wie bei Secret of Mana, ne? Da stirbt am Ende Popoy und du denkst auch, was ist auf einmal los? Das war in der Zeit einfach so. Die enden alle mit so einer, auf so einer traurigen Note. Ja, irgendwie schon. Ah, Samichi Sugiura. Der hat die Dungeons gemacht. Brilliant. City Designer, ja, das war ein bisschen No-Brainer. Ist einfach 20 Mal die gleiche Stadt. Ja, gut. Ach, die hat er schön gemacht. Naja, aber es sind immer die gleichen Häuser, also. Ja. Ja, war doch ein schönes Finale und auch ein schönes Spiel. Auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, ne? Dass ich dich mit Mäus geködert habe. Ja, ja. Wir hatten Spaß. Dann können wir ja. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Jetzt bin ich auch so ein bisschen. Ja, das haben. Also, das haben JRPGs halt so an sich. Du stehst da am Ende und denkst. Boah.
Was? Nintendo-Redaktion, danke dafür. Was? Wo? Der deutsche Text ist von der Club Nintendo-Redaktion. Stand das da gerade? Habe ich nicht gesehen. Ja, also Mois war ja Chefredakteur. Ja, oder Mois. Ich weiß selber nicht, wie man den ausspricht. Mois. Mäuse! Okay. Ja, ich könnte mal sagen, also das nächste Projekt steht ja schon in den Startlöchern quasi seit einem halben Jahr. Ja, also wir haben noch nichts davon aufgenommen, aber... Ja, ja, klar, aber... Es ist geplant. Final Fantasy VII steht an, der nächste Teil des Final Fantasy Countdowns. Ist jetzt nicht gesagt, dass das schon nächste Woche losgeht. Ich werde wahrscheinlich erst ein paar Parts aufnehmen, damit wir ein bisschen Reserve haben, bevor der erste Part dann online geht. Also ist auf diesem Programmplatz die nächsten 1, 2, vielleicht 3 Wochen wahrscheinlich erstmal nichts. Vielleicht auch doch, werdet ihr sehen. Aber wundert euch nicht, wenn es nichts ist. Ja gut, und dann sehen wir uns dann ja auch wieder. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt ja noch einen Nachklapp. Ja gut. Der Nachklapp, der alle völlig verwirrt hat. Also im Deutschen zumindest. Ich beschleunige mal die Credits. Das ist interessant. Was? Sieht so komisch aus. Ja, bei mir laggt sowieso minimal gerade, also ich weiß nicht, wie es für euch aussieht. Ja, es sollte eigentlich hochscrollen, aber es laggt bei mir halt auch. So, jetzt kommt, glaube ich, lange nichts. Oh, ich höre was. Ah, The End! Aber es ist noch nicht The End. Ha, Lüge! Ich drücke ganz lange auf die Vorspultaste. Wirklich lange. Ah. Wow. Da. Ich glaube... Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist Lufia. Also liest du sie mal. Du kommst nicht aus dieser Stadt. Wer bist du? Wie ist dein Name? Nee, das ist dann die Antwort. Wie ist dein Name? Ach so. Lufia, mein Name ist Lufia. Das ist ein schöner Name. Wo sind deine Eltern? Wo lebst du? Lass uns spielen. Hä? Lass uns draußen ein wenig spielen. Was wollen wir spielen? Fangen. Ich laufe und du fängst mich. Okay, ich zähle bis 3. Fertig? 1, 2... Hahaha. Okay, das war gerade ein dummes Lachen. Ich wusste nicht, wie ich das lesen soll. Ja, geil. To be continued ist auch geil, wenn man hier eigentlich auf den Vorgänger ja anspielt. Ja. Ich meine, Lufia wurde ja auch noch fortgesetzt, aber... Okay, willst du dich mal zuerst verabschieden? Ja. War, wie gesagt, ein schönes Projekt. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, und wir sehen uns dann bei Final Fantasy wieder. Ciao. Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nicht traurig, dass es vorbei ist. Lasst ein Like da. Ja, genau. Teilt das Video, liked das Video, abonniert das Video, schreibt Kommentare, abonniert das Video. Den Kanal ist nicht so wichtig. Abonniert das Video. Das ist viel wichtiger. Genau. Dann werdet ihr immer up to date sein, wenn ein neues Video von diesem Video kommt. Naja, wenn das Video nochmal kommt. Genau. Okay. No Hikari wa, I no message.